Ja, moin Leute. Ey, ich dachte mir, wir ziehen uns mal das neue Zeta-Hugo-Video an. Ich habe gar keinen Plan. Das heißt, vom Thumbnail her will immer behaupten, liegen da auch Sachen oder kommen da Sachen aus den Seven vs. Wild Reactions mit rein, also aus den ersten. Es ist safe, der wahrscheinlich vermeintlich schlechteste Spieler des Turniers, aber ich wollte ihn dabei haben. Okay, es ist safe, es ist safe. Wer kriegt safe? Aber für was? Der Zusammenhang fehlt mir. Der vermeintlich schlechteste. Okay, und tschüss. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Meine erste Glatze war, ich glaube, mit 21, 22. Warum? Weil du aufgegeben hast? Ja, irgendwann war das auch. Irgendwann ist auch mal abweg, weißt du mal. Wie ist bei mir? Ja. Irgendwann ist auch Absicht. Ja, aber Uwe, glaube ich, war es auch tatsächlich. Irgendwann sagst du einfach, scheiß drauf, lohnt sich nicht. Warum Haare noch machen? So, weißt du, sowieso keine Haare mehr. Wird Zeit, sagt er so wie es ist. Ich hab's ja schon öffentlich gesagt. Wird Zeit. Ich sag euch so wie es ist. Jetzt wird Zeit. Der Typ braucht eine Katze. Der Typ braucht eine Glatze. Ehrlich, du sollst dich eine Glatze machen. Ja! Okay. Ich sagen, er hat eine Wette verloren. Er ist der bessere Player, Real Talk. Ja, okay. Was zum Flying F***, Alter. Das sieht scheiße aus. Das ist ja so stark bearbeitet. Man sieht einfach das bearbeitet. Das sieht nicht natürlich aus, weiß ich nicht. Ja. Jetzt sieht das ja, komm, wir brauchen nicht drüber reden. Das sieht ja jetzt, als wenn du. Also, wie soll ich das erklären? Kann man das nicht ausdrücken? Also. Das auf dem Bild sieht aus, das sieht krebskrank aus. Alter! Kann man selbst drücken? Okay! Das sieht krebskrank aus. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ist halt so, ne? Läuft auf jeden Fall. Okay. Versteht ihr was? Nicht böse gemeint. Weil das unnatürlich aussieht. Okay. Ich sag's jetzt schon. Deutschland-Tour mit dem Fahrrad. Warte mal. Ich muss mal. Ja, eigentlich kannst du nicht, okay. Alles gut. Ich hab mich gerade gewundert, warum der so extrem ausschlägt. Was er gar nicht sollte, aber liegt alles eigentlich noch im Rahmen. Eigentlich auf jeden Fall. Ein Loch in den Reifen stechen. Oh mein Gott, Digga! Bis hier ohne. Oh, bitte lass mich vorbei. Bruder. Oh, ey! Und bam. Okay, genug. Aber das ist so typisch Fahrradfahrer, die selber auch nicht gucken, was der Autofahrer macht. Weißt du, wie viele regen sich da und dann noch wundern, warum man sich über Fahrradfahrer aufregt. Oder regen sich über die Autofahrer auf. Warum? Ja, muss so ein bisschen selber mitgucken. Das so, da gehören zwei immer zu. Das ist der Ram-Typ, Digga. Das war doch der mich gerammt hat. Da kriegt Dodge Ram eine ganz neue Bedeutung, Alter. Dodge weg. Gerammt. Das war er doch, oder? Zeig mal deinen Rücken in der Cam. Sehr dreckig. Bei nächster Möglichkeit umkehren. Danach umkehren. Warum jetzt erst? Warum sagst du mir das jetzt erst? Jetzt prank mich auch schon das Navi. Ich bin doch auf der richtigen Route. Und wo bin ich, ja, Salame? Rechts abbiegen. Was für rechts abbiegen? Ich fick diese GPS hier drin. Nein, ich steck fest! Oh. Dicke, was ist sein Auftrag? Oh, nein, meine Pedale werden dreckig. Linke Elbseite ist schneller, haben sie gesagt. Linke Elbseite ist weniger Wind. Oh, was ist das denn? Oh, nee, Digga. Oh, oh. Warum ist der Ketchup drin? Nee, Bruder. Geh zu Chef Strobel rüber und grüß ihn von mir. Und der Rest geht rüber zu Big Spin. Geht's rüber zu Chef Strobel. Wir machen so ein 50-50-Ding. Bei Big Spin gibt's geniales Gameplay. Bei Chef Strobel wird gejault. Wo ihr mehr Bock drauf habt. Jetzt das ganze Game am Handy, das ist ja ganz schlimm. Das habe ich so noch gar nicht beobachtet. Ich gucke immer nur rein, sehe 1-4 und schalte wieder ab. Und das gibt mir alles, was ich brauche. Okay, er ist ja mehr am Tippen als League of Legends am Spielen. Ich dachte, das ist nur, wenn man mit ihm zusammen und der Freizeit unterwegs ist und Essen ist. Nee. Das ist schwierig, wenn du mit 7. Aber Razer Headset, ich schwöre, nie wieder. Ich hab's zum Glück. Warte. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt gerade selber mal überlegen. Ich hab mir ein. Ich glaube, ein Ding ist mal gekauft.
Nee, Headset nicht. Headset hab ich nur Kollege hatte das mal. Das habe ich getestet. Alter. Ey, Katastrophe, wirklich. Das Ding war so was von fucking basslastig. Das konntest du dir echt nicht geben. Das war eine Vollkatastrophe. Also, ging gar nicht. Absolut scheiß Headset. Seitdem nie wieder jetzt. Ich habe ein Mikrofon von denen gehabt. Das erste Razer Siren. Das ging maximal 2 Monate. Danach hast du auch einen anderen PC reingesteckt, weil ja USB. Funktioniert einfach nicht. Tot. Ende. So, was? Was ist das? Warum? Warum funktioniert diese Scheiße nicht? Was soll der Kack? So macht ja gar keinen Sinn. Einfach tschüss. Ende. Und es gibt da auch keine Lösung für, ne? Tastatur. Ey, die letzte Tastatur hat ein bisschen länger gehalten, ne? Aber da ist dasselbe Problem. Von einem Tag auf den nächsten funktioniert einfach nicht mehr. Warum? Was zum Fick ist mit dieser Technik verkehrt? Als wenn Razer das mit Absicht irgendwas da reinhaut, das, weißt du, spätestens nach einem Jahr alles tot, aus den neuen Sachen. Es ist so belastend, wirklich. Also die Tastatur als solches war, bleibt ja auch nicht verkehrt, seitdem kein Razer mehr. Dann gehe ich lieber wieder auf Full Corsair, aktueller bin ich bei Rocket. Bin ich ziemlich zufrieden damit. Es funktioniert wenigstens. Frauen gleichzeitig schreibst. Das Wort hat unglaublich viel Kraft. Wo macht er was hinten? Jaul-Bingo bei mir. Kann mir direkt mal heute Herbst wieder Einnahmen geben von seinem Stream, dafür, dass er wieder ein paar Subs auf meinen Nacken baitet. Der ist am Handy. Oh mein Gott, das Game geht los. Der ist am Handy. Das ist ja der Wahnsinn. Chef am Handy. Die Bingos von Zabex sehen krass aus, aber bei Zabex funktionieren die viel besser als bei mir. Wir haben ein perfektes Bingo in 30 Sekunden gemacht. Irgendwas mache ich falsch. Ich liebe dich, Humata. Ich liebe dich auch in Saint Frame. Aber mach mal aus deinem Prime Chat. Das ist die Grenze, Bro. Ist das die Grenze? Das ist die verfickte EU-Grenze. Oh. Die Böblinger ist vor uns. Die Böblinger sind vor ja, uns. Ja, wenn die durchkommen, kommen wir auch durch. Man muss wirklich. Okay. Wenn du meinst. Ich weiß ja nicht, ne? Eine Sache loswerden. Egal wo du bist, du siehst immer dieses Baden-Württemberg-Logo. Das siehst du immer. Bro, das ist so geil. Ich kenne keinen Ort oder keinen Bereich in Deutschland, wo sich Leute so immer auf dieses. Die kennen auch immer alles, Digga. Immer wenn jemand so sagt, ja, ich komme aus Baden-Württemberg, ja, aus Böblingen. Oh, Böblingen! Es ist immer dieselbe Konvo, Bro. Nur die Orte tauschen sich. Das ist doch supi. Ja, lass das untere offen. Warte, jetzt. Yeah, perfekt. Das will ich mir. Ja. Streng den noch so ein Ding hier weg. Mein Favorite Moment der Edeltour, ich liebe Dominik. Ey Dominik, wie geht's dir da hinten? Dominik joggt wie so der 35-jährige Mann. 35 nehme ich. Das ist der unchilligste. Hä? Bitte, bitte. Schön das aussieht. How do you salute in Hungarian? Egi shigete. Oh, that's long, okay. But there's a shorter version, okay. Which is Egi. Egi! Egi, that sounds good, alright. Egi! Egi ist stark. Egi. Egi ist echt geil. Okay, ich nenn's Ack. Egi. Und wenn man richtig. Egi. Und nach dem 10. Bier ist es Oggi. Und nach dem 20. Bier ist es nur noch. So kann ich stande bleiben. Findet ihr das eigentlich beruhigend, dass man unser Fenster jederzeit von außen aufmachen kann? Du hast es on-stream gesagt vor allen Dingen. Du hast quasi on-stream gerade gezeigt, wie man unser Wohnmobil einbricht, Bro. Oh, Baby, komm doch her zu mir. Es ist mir egal, ob du dein Herz verlierst. Okay, was ist bei denen jetzt kaputt gegangen? Heute macht mich ein Mann aus dir. Ey, wir kriegen die ganze Zeit. Dominik, gib doch kurz Informationen, wenn du es hier machst. Warum? Digga, weil ich Auto fahre. Ja, nicht, dass das Ding jetzt hier lenkt oder was? Moin, moin, ich bin der Basti. Ich bin hier auf der A3 und ich wünsche mir von Afrika Toto. Antenne Niedersachsen, das Ex. Was? Extra lange WhatsApp-Wunsch-Hit-Wochenende an Pfingsten. Bon. Moin, hier ist der Basti. Ich bin gerade an der A1, ich mach Pause. Ich wünsche mir von Toto Afrika.
gibt es eine Wette, was zuerst kaputt geht. Okay. Und geht im Wohnmobil? Ich sage, dieses Mal wird beim Wohnmobil nichts kaputt gehen. Ich werde dieses Wohnmobil an Grenzen führen, die das Wohnmobil noch nie erlebt hat. Ich werde das Wohnmobil 200 km/h fahren. Oh. Oh, Digga, Junge. Okay. Digga, da hängt noch deine Hose. Bro, wir sind so gefahren gerade. Hier hängt einfach Tims Hose. Ruhig. Okay. Oh, ja, alright. Oh, was war das? Das war nur hinten das Zeichen, dass wir jetzt die Bäume berührt haben. Das war wie unser Parksensor. Ja, läuft auf jeden Fall. Bro, wir haben ein kleines. So viel zum Thema, es wird nichts kaputt gehen. Glaub's auch. Problem. Das war der Baum gestern Abend. Wir sind doch hier am Baum hängen geblieben. Das war wie unser Parksensor. Was haben die mit dem Wohnmobil gemacht? Das Wohnmobil zerfällt in der Zeit, wo die unterwegs sind. Bro, die haben das Ding doch gemietet. Ey, Leute, ich glaube, es ist Zeit. Wir haben am Anfang der Tour alles weggeklebt, weil wir das Ding nicht gegönnt haben. Und wir haben gesagt, wenn wir irgendwann mal einen Unfall bauen, müssen wir das wieder abmachen. Wir haben ja schon mal von denen gemietet. Und komischerweise haben die dieses Mal ihr Instagram und ihr Facebook auch noch drauf gemacht. Ab 20% Schade, Wohnmobil wird das wieder aufgedeckt. Ja, ich sag ehrlich 100 Euro, Bro. Vielleicht zahlen wir auch gar nichts, weil wir einfach verschont werden, weil die Vermieter halt einfach Werbung halt bekommen haben durch den Stream. Ich komme gerade von Julia rüber zu dir, weil ich das Video mit Max gerade interessanter finde und mit... Was? Halt bekommen haben durch den Stream. Ich komme gerade von Julia rüber zu dir, weil ich das Video mit Max gerade interessanter finde und Mitleid mit dir hab. Alles klar, I guess, danke. Julia klaut meine Viewer und ich bin trotzdem live. Entschuldigung! Ich probiere das jetzt heute einfach erstmal aus. Ne? Es könnte auch sein, dass das die absolute Katastrophe wird. Also jetzt mal hier kleiner Disclaimer schon mal am Anfang. Ich habe gar keinen Plan. For real, das... Ja, muss man ja auch nicht haben, oder? Julia streamt, es hat's gebraucht auf Twitch. Wir haben viel zu wenig weibliche Creatorinnen. Ich mach's nochmal. Das sind geile Abbuchungen. Ich mach's noch einmal. Ja, nochmal. Das ist Gaslighting über Subs-Chat. Da läuft nichts. Überhaupt nicht. Gar nichts. Das ist krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin Top-Sub-Gifter. Ich will wissen, wie viele Subs hast du gerade? 1700. Ja. Das ist crazy, das ist dein zweiter Stream. Verstehst du, dass du gerade ein Level 20 Hype Train hast? Nein. So wie ich gesagt habe. Oh. Oh mein Gott. Was ein Tor, Digga. Also ich habe gerade wirklich eine Gänsehaut. Also das ist fast Tor der Saison. Nein. Das ist nicht gut. Das nenne ich mal Tor der Saison. Bitte. Nochmal. Nein. Das ist... Also, da fragst du dich aber auch manchmal wieder, wo holen die Spiele weg, hey. Das ist nicht gut. Jetzt den Arsch. Digga. Das ist mehr Glück als Verstand, das kannst du doch keinem erzählen. Geile Sache, geile Nummer. Einfach mit dem Arsch und Tor. Ja, läuft auf jeden Fall. Aber ne, ich sag mal so, erstmal ein bisschen. Weiter Urin